Goethe-Zertifikat A2. Sprechen Teil 1. Sie nehmen 4 Karten und stellen mit diesen Karten 4 Fragen. Ihr Partner, Ihre Partnerin antwortet. Welche Musik mögen Sie gern? Ich höre immer Rockmusik. Wann benutzen Sie das Internet? Eigentlich den ganzen Tag. Ich tausche Fotos mit meinen Freunden. Welche Fremdsprachen können Sie? Ich spreche gut Englisch. Und jetzt lerne ich auch noch Deutsch. Haben Sie viele Geschwister? Nein, ich habe nur einen Bruder. Haben Sie Angst vor Prüfungen? Ja, natürlich. Ein bisschen. Aber jetzt habe ich keine Angst. Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich esse am liebsten Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Wie sieht Ihr Weg zur Arbeit oder zum Deutschkurs aus? Ich fahre mit dem Fahrrad zum Deutschkurs. Das dauert 20 Minuten. Was wollen Sie im nächsten Urlaub machen? Ich fahre mit meiner Familie in die Berge. Welche Musik mögen Sie gern? Ich höre immer Rockmusik. Wann benutzen Sie das Internet? Eigentlich den ganzen Tag. Ich tausche Fotos mit meinen Freunden. Welche Fremdsprachen können Sie? Ich spreche gut Englisch. Und jetzt lerne ich auch noch Deutsch. Haben Sie viele Geschwister? Nein, ich habe nur einen Bruder. Haben Sie Angst vor Prüfungen? Ja, natürlich. Ein bisschen. Aber jetzt habe ich keine Angst. Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich esse am liebsten Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Wie sieht Ihr Weg zur Arbeit oder zum Deutschkurs aus? Ich fahre mit dem Fahrrad zum Deutschkurs. Das dauert 20 Minuten. Was wollen Sie im nächsten Urlaub machen? Ich fahre mit meiner Familie in die Berge. Goethe, Zertifikat A2, Sprechen Teil 2. Sie bekommen eine Karte und erzählen etwas über Leben. Ich gehe gern
In den Deutschkurs. Meistens finde ich den Unterricht sehr interessant. Ich lerne viel und spreche schon viel besser. Leider gefallen mir die meisten Texte im Kursbuch nicht. Ich finde sie langweilig, aber die Übungen finde ich sehr gut. Wir möchten schnell Deutsch lernen, deshalb müssen wir auch viele Hausaufgaben machen. Unsere Lehrerin im Sprachkurs ist sehr nett. Sie erklärt mir immer wieder die Grammatik. Im Kurs habe ich schon viele Freunde, wir gehen jeden Abend in die Stadt. Ich gehe gern in den Deutschkurs. Meistens finde ich den Unterricht sehr interessant. Ich lerne viel und spreche schon viel besser. Leider gefallen mir die meisten Texte im Kursbuch nicht. Ich finde sie langweilig, aber die Übungen finde ich sehr gut. Wir möchten schnell Deutsch lernen, deshalb müssen wir auch viele Hausaufgaben machen. Unsere Lehrerin im Sprachkurs ist sehr nett. Sie erklärt mir immer wieder die Grammatik. Im Kurs habe ich schon viele Freunde, wir gehen jeden Abend in die Stadt. Ich studiere und wohne mit meiner Familie in einer ziemlich großen Wohnung mitten in der Stadt. Ich habe ein eigenes Zimmer, meine Schwester auch. Wir haben eigentlich genug Platz. Aber ich denke, dass ich lieber in einem Haus mit Garten leben möchte. Ich möchte später mit Freunden zusammenleben. Jeder hat dann ein Zimmer und wir kochen und essen immer zusammen. Wir können vielleicht auch einen Hund haben. Aber ich möchte in der Nähe von einer Stadt wohnen. Ich studiere und wohne mit meiner Familie in einer ziemlich großen Wohnung mitten in der Stadt. Ich habe ein eigenes Zimmer, meine Schwester auch. Wir haben eigentlich genug Platz. Aber ich denke, dass ich lieber in einem Haus mit Garten leben möchte. Ich möchte später mit Freunden zusammenleben. Jeder hat dann ein Zimmer und wir kochen und essen immer zusammen. Wir können vielleicht auch einen Hund haben. Aber ich möchte in der Nähe von einer Stadt wohnen. Goethe, Zertifikat A2, Sprechen Teil 3. Sie wollen in dieser Woche, am Abend zusammen, ins Kino gehen. Finden Sie einen Termin. Wir wollen doch zusammen ins Kino gehen. Wann haben Sie Zeit? Ich möchte gern am Abend gehen. Passt es Ihnen am Dienstag?
Leider nicht, aber der Montagabend ist frei. Da bin ich, im Fitnessclub verabredet. Wir können doch am Samstag gehen. Was meinst du? Das geht nicht, da ist Georgs Geburtstagsparty. Aber wir können am Freitag gehen, was meinen Sie? Da bin ich wieder, im Fitnessclub. Können Sie das nicht auf Samstag verschieben? Ja, vielleicht. Aber ich habe noch einen Vorschlag. Wir können uns am Mittwochabend treffen. Nein, ich bin zusammen mit Paul im Restaurant. Bitte, verschieben Sie den Fitnesstermin auf Samstag. Dann treffen wir uns am Freitag. Gut. Am Freitag um 19 Uhr vor dem Kino. Ich freue mich. Wir wollen doch zusammen ins Kino gehen. Wann haben Sie Zeit? Ich möchte gern am Abend gehen. Passt es Ihnen am Dienstag? Leider nicht, aber der Montagabend ist frei. Da bin ich, im Fitnessclub verabredet. Wir können doch am Samstag gehen. Was meinst du? Das geht nicht, da ist Georgs Geburtstagsparty. Aber wir können am Freitag gehen, was meinen Sie? Da bin ich wieder, im Fitnessclub. Können Sie das nicht auf Samstag verschieben? Ja, vielleicht. Aber ich habe noch einen Vorschlag. Wir können uns am Mittwochabend treffen. Nein, ich bin zusammen mit Paul im Restaurant. Bitte? Verschieben Sie den Fitnesstermin auf Samstag. Dann treffen wir uns am Freitag. Gut. Am Freitag um 19 Uhr vor dem Kino. Ich freue mich.